Wie wird die Grundrente berechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, die Einigung zur Grundrente ist ja nun fix und wir erhalten auf rentenbescheid24.de wirklich jeden Tag sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Grundrente. Und eines der Hauptthemen ist, wie wird denn eigentlich die Grundrente berechnet? Herr Knöppel, erklären Sie uns doch das bitte nochmal. Und da habe ich mir ein ganz simples, einfaches Beispiel genommen, um das mal schematisch für Sie aufzubereiten und das mal zu berechnen. Also, Grundrente berechnen, klar. Nehmen wir mal unser Beispiel, das ist die Susi. Die Susi, fleißig nennen wir sie mal, die ist zum 1. Januar 2019 in ihre Regelaltersrente gegangen und die bezieht eine Brutto-Regelaltersrente von 528,80 €. Grundlage dieser Berechnung der Altersrente war, dass Susi 40 Jahre gearbeitet hat, sie war fleißig, sie hat Kinder erzogen, sie hat Teilzeitjobs gemacht, zum Teil sehr schlecht bezahlt und hat im Schnitt 0,4 Entgeltpunkte pro Jahr erwirtschaftet. 40 Jahre mal 0,4 ergibt 16 Entgeltpunkte. Musste ich hier drüber schreiben, hatte ich mich dummerweise ein bisschen verrechnet, aber 16 passt jetzt. So, als ersten Schritt machen wir Folgendes. Wir berechnen erst einmal jetzt die Altersrente. Also wie komme ich auf diesen Wert hier? Das ist ganz einfach. Ich nehme hier die 16 Entgeltpunkte und multipliziere die mit der vereinfachten Monatsformel, Rentenformel mit 33,05 Entgeltpunkte für den Rentenwert, für den aktuellen Rentenwert, den es jetzt im Westen gibt. Das sind dann 16 Entgeltpunkte mal 33,05 ergibt 528,80 € Bruttorente monatlich. Denke mal, das war noch eine leichte Übung. Aber jetzt müssen wir natürlich die Grundrente berechnen, die Entgeltpunkte für die Grundrente. Und da wird es jetzt ganz interessant. Die Entgeltpunkte für die Grundrente, und das müssen Sie mir jetzt bitte mal glauben, berechnen sich aus diesem Faktor 0,4 und 35 Jahre. Das heißt also, diese 35 Jahre, die habe ich mir nicht hergezaubert, sondern da sagt der Gesetzgeber, die Susi bekommt nicht für 40 Jahre die Grundrente berechnet, sondern nur für 35 Jahre. Das sind die sogenannten Grundrentenbewertungszeiten. Und wenn ich jetzt beides miteinander multipliziere, ergibt das als Ergebnis 14 Entgeltpunkte. Soweit, so gut. Jetzt wird es aber ganz interessant, nämlich neu. Es gibt einen Abschlag auf die Grundrente. Das sehen Sie hier. Abschlag, Grundrente. Den gab es früher, also vor diesem Kompromiss, noch nicht. Das heißt also, jetzt wurde ein allgemeiner Abschlag eingeführt von 12,5%. Wir müssen die 14 Entgeltpunkte jetzt noch mit dem Faktor 12,5 oder um den Faktor 12,5 verringern. Das ergibt dann 12,25 Entgeltpunkte. Und das sind diese Entgeltpunkte, die sozusagen die Höhe der Grundrente für Susi ausmachen. In Euro und Cent ausgerechnet ergibt das 12,25 Entgeltpunkte mal Rentenwert West, aktuell 33,05. Wäre die Grundrente 404,86 €. Das ist die Grundrente, die unsere Susi hier erhalten wird. Und zwar ab dem 1. Januar 2021, natürlich dann mit den neuen Rentenwerten, die es dann dort gibt. Und als vierten und letzten Schritt müssen wir natürlich eins machen. Wir müssen die Altersrente der Susi mit ihrer Grundrente noch zusammenführen. Das heißt also, addieren. Wir nehmen die 528,80 €, die 404,86 € ergibt dann für die Susi nach aktuellem Stand eine neue Altersrente von 933,66 €. Soweit, so gut. Und jetzt habe ich mir einfach nochmal erlaubt, noch was zu berechnen, damit Sie auch mal sehen, was das ausmacht. Dieser Abschlag in Mark und Pfennig ausgedrückt, bedeutet das, dass Susi mit diesem Abschlag hier, der jetzt neu eingeführt wird in die Grundrente, ca. 60 € monatlich an Rentenverlust einfährt.
Ja, also hier hätte sie dann de facto, wenn man die 57 € dazu nimmt oder die 60 € dazu nimmt, hätte sie einen guten 1000-Euro-Schein pro Monat an Rente gehabt. Aber wir sagen immer, besser als nichts. 400 € Zuschlag ist oder 400 € neue Grundrente auf die Altersrente ist natürlich auch ein ordentlicher Zuschlag, wo man jetzt nicht unbedingt meckern muss. In einem nächsten Video erkläre ich Ihnen, wie ich eigentlich hier auf diese 0,4 komme. Ja, weil das habe ich ja jetzt erstmal so einfach salopp gesagt und Ihnen gesagt, naja, das müssen Sie mir mal glauben. Das ist ein ganz interessanter Wert. Das werde ich Ihnen auf jeden Fall in einem nächsten Video noch erklären. Näheres zum Thema Grundrentenberechnung und Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.